Oh Leute, willkommen zurück bei Fallen Earth. Und wir befinden uns hier immer noch im Ödland und haben hier fertige Rezepte anscheinend. Und ich muss mal selber kurz schauen, wo wir uns befinden. Irgendwo muss doch hier... Genau, wir hatten doch hier die ganzen Kotten-Sachen gehabt. Gleich mal schauen hier. Kotten mit dem Naturskill. So, gleich nochmal harvesten. So schön. Rage Cotton. So, und dann müssten wir doch ins Crafting-Menü gehen. Ach, welche Taste war das nochmal gewesen? War doch hier irgendwo. Ich guck mal hier unten nochmal nach. Pack. Missions. Bestimmt hier bei den ist die Support. Handelsmenü wahrscheinlich. Na komm schon. Gear. Bloodsport. Nee. Ah, das passiert, wenn man ein bisschen nicht gespielt hat. Okay, da war die Taste. Flashlight. Okay. Nein, auch nicht. Auch nicht. Was hat sich gerade verändert? Das war unsere Aufgabe. Ja, wir sollen die schwarzen T-Shirts machen. Strategische Map. Meinetwegen. Inventar. Ah. L. Rezepte. Und dann sollen wir die Shirts machen. Und zwar, Rage Black T-Shirt. Hier. Und wir müssen... Machen wir gleich zwei. Zum Erschaffen. An die verbrauchen wir noch ein bisschen mehr Cotton. Da drüben. Ich glaube, da ist auch noch welches. Genau. Hier. Gleich mal aufsammeln. Ey, nicht schlagen gefälligst. Geht sonst kaputt, meine Waffe. Darauf habe ich hier keinen Bock. Take all. Hier drüben. Das ist aber kein Cotton mehr, oder? Nee. Steht da. Legume. Aber hier hinten müsste Cotton da sein. So, neutraler Gegner. Zweimal müssen wir es aufsammeln. Und ich denke mal, die beiden Sachen werden es hier sein. Ja, ich habe eine Weile nicht aufgenommen. Erstmal, aber die Nachfrage nicht so groß jetzt bei dem Spiel. Aber das war auch nicht das Entscheidende, sondern eher... das Problem war, dass der Server sehr oft überlastet war in dem Moment, wo ich spielen wollte. Jetzt habe ich mal gerade wieder ein bisschen... Bisschen Luft hier anscheinend im Server und das freut mich. So, take all und dann werden wir gleich craften. Ach, das war. Das ist die Missionsbeschreibung. Ich dachte, das war das Craft-Menü gerade. L war das, genau. So. Und jetzt können wir auch hier zwei. Genau. Rage Black T-Shirts. Und die gehen auch relativ fix, die sehe ich gerade. Können wir auch das Fenster ein bisschen verschieben. Nee. Aber wir werden informiert, wenn es fertig ist. In der Zwischenzeit können wir noch ein bisschen trainieren. Wie sieht's aus mit meiner... genau. Und ich will noch ein bisschen hier rauszoomen. Genau. So. Und was haben wir hier drin? Sting, also ein Schwanz. Der ist aber nicht rot. Fällt mir gerade auf. Hier drüben haben wir noch einen roten Gegner. Ja. Hunter Skorpion. Und wir können ja mit den Kupfererzadern oder was es ist, kommen wir die ja in jeder Zeit neue Chips uns machen. Für das Gewehr. Ist ja kein Problem. Und was haben wir hier noch? Cotton. Die werden wir nicht machen. Können die noch mal ein bisschen erledigen? Ah ne, nochmal Hunter Skorpion. Und wir haben wieder 3 AP-Punkte. Das ist auch mal cool. So. Wir können mal unser Flashlight ausschalten. So. Nachladen. Wir haben noch ordentliche Muni. So. Ach, hier ist dein Kopf. Ich habe gerade deinen Hintern mit deinem Kopf verwechselt. Ja, passiert dir wohl öfters. Also den Leuten, die dich versuchen anzugreifen. So, das ist wieder dein Hintern. Da greifen wir den Kopf an. Critical.
Chicken. Ich finde es ja herrlich mit Chicken, deswegen haben die wahrscheinlich auch Eier. Also wir könnten jetzt schon mal zum Missionsziel nochmal hinlaufen. Da müsste auch unser Pferd irgendwo sein. Oh. Na, komm schon. Ja. Wir können auch gleichzeitig noch Punkte sammeln. Kein Problem. Warum steht hier eigentlich Nature Skill mehr erforderlich? Für Harvest. Ich kann ihn trotzdem schneiden. Okay. Mal ein Mitspieler, hui. Ich glaube nämlich das große Jagen hier sozusagen, oder das große Treiben in dem Spiel ist schon ein bisschen wieder vorbeigegangen. Jetzt hat man ein bisschen mehr Platz auf dem Server. So. Und wie ich sehe, oder wie ich gehört habe, kann gut sein. Scrapwood. Haben wir jetzt zwei T-Shirts? Time 1.36, aktualisiert es sich? Ach nee, das ist, glaube ich, das, was es braucht. Ich könnte mal gucken im Inventar. Hallo, Inventar, T-Shirts? Hm? Nee? Keine Lust? Oder sehe ich sie gerade grandios, die T-Shirts, oder haben wir die wirklich momentan nicht drin? Wir gehen mal zu dem Kerl. Vielleicht bekommen wir da was. So, kann ich die Sache mal, die Waffe mal zurücklegen? Vielleicht mit R gedrückt halten? Nee. Können wir mal die Axt nehmen. Und dann gehen wir mal zu dem Kerl hin. Eigentlich haben wir die Sachen jetzt gecraftet. Würde mich interessieren, ob da... Also hier ist noch eine Menge los, muss ich mal sagen. So. So, okay. Check it out. Rated Black T-Shirts. Haben wir doch gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab doch zwei T-Shirts erschaffen. Oder sind die kaputt gegangen? Bei der Erschaffung. Was sind das hier oben? Round-Regeneration. Unicorn Weißbier. Nein. Alles nicht das, was ich wollte. Und hier können wir wieder auf unser Pferd, ist klar, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, Leute. Aber ich habe jetzt dieses zigmal klicken, war auch ganz komisch. Ich dachte jetzt gerade, wir haben die T-Shirts fertiggestellt. Aber ich sehe nichts. Jetzt bekomme ich nochmal so eine Information. Was ist denn jetzt los? Da schreiben mich hier welche an im Chat. Combat? Nein. Okay, Leutchen. Wieso? Das frage ich mich jetzt gerade. Wieso haben wir... Wir haben doch die T-Shirts erstellt. Wieso? Hä? Muss ich echt nicht verstehen. Und ich kann von dem wieder die Sachen nehmen, obwohl da steht Nature 25 von 30. Und hier liegt irgendwas. Ah, hier. Warum? Scrapwood, ja, meinetwegen. Warum, verdammt nochmal? Das verwundert mich jetzt gerade echt. Sonst... Gehe ich mal kurz raus und dann wieder rein und dann werden wir mal sehen, wie es ist.
Bis denn. Tschüss. Hey Leute, ja, ich bin zurück, bekomme jetzt sicher Errungenschaft auf einmal hier in der rechten Seite. Und anscheinend habe ich jetzt die Rage Black Shirts alle. Okay. So, dann gehen wir mal zu dem zurück. Also ich musste echt mal kurz raus und dann wieder rein und dann habe ich die Shirts bei mir gehabt. Ein bisschen sehr merkwürdig auch noch gerade, warum ich mit dem zweiten Anmelden erst die Achievements bekommen hatte. So. Komm, du gibst mir noch mehr was, oder? Ja. Vielleicht muss ich auch sagen, höher sein in der Nature-Stufe, dass ich noch mehr von denen bekomme. Vielleicht liegt es daran. Möglich wäre es, Leute. Möglich wäre es. So, du würdest mir auch Quest geben, wie ich so sehe. Aber wir schließen erstmal die Quest da oben ab. Vielleicht führt er uns noch woanders hin. Auch gut möglich. Steht immer noch unser schönes Pferd. Finde ich auch geil. So, hello, Mr. Questman. What's up? Here you go. Go. I'm busy. Okay, wir haben was bekommen? Wir haben das Ballista Trade and Manual Teaches a Crossbow. Aha. Hey, shut up. 40 Bolt, I got it. Okay. Do work. Crossbow Bolts. Also wir sollen jetzt die Crossbow Bolts herstellen. Okay, dann gucken wir mal. Vielleicht brauchen wir wirklich das Holz dafür. Guck mal, wir haben ja so eine Holzsache. Magische Schweppen, Zipgun. Nee, gucken wir mal. Magische Schweppen doch auch nicht, oder? Gut. Ah, ich glaube, ich muss die lernen. Ich muss ja erstmal hier im Inventar gehen. Und dann. Genau, habe ich das. Und jetzt habe ich den Crossbow. Crossbow, Light Crossbow. Da habe ich die Materialien. Heavy. Composite. Interessant wäre es auch hier Sachen zu finden. Oder schon Daten zu finden, was die bringen. Und die Bolts. Dafür brauchen wir noch. Trade Skill Components. Scrap Chopper. Ah, okay. Nee, Scrap Chopper bekommen wir schnell. Also so weiß ich zumindest, wo wir es herbekommen können. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir auch mal dahin, wo wir es bekommen. Also man könnte rein theoretisch auch die ganze Zeit irgendwelche Waffen herstellen und oder Munition hinstellen und die verkauft man einfach beim nächstgelegenen Händler. Aber wir wollen auch ein bisschen die Questreihe nachgehen. Und sammeln mal einfach hier drüben, glaubt noch nicht. Wir müssen hier in die Gegend, soweit ich weiß, wo die ganzen Gegner rumstehen. Und da gucken wir mal nach irgendwelchen Minenhaufen. Ob wir da irgendwas finden. So, das sind doch Minen hier. Also hier. Kann auch sein, dass ich gleich attackiert werde. Ich guck mal, kann ich Waffe wechseln in der Zwischenzeit? Nee. Scrap Chopper, so. Hier liegen auch zig tote Leute rum. So. Headshot. Ja, klar. Jetzt lädst du nach, oder was? Und die hat hier irgendwas? Oh. Der hatte einiges. Jetzt wollen wir aber nochmal Scrap Chopper suchen. Hier haben wir noch was. Genau. Geologe-Fähigkeit. Dann nehmen wir das mal schnell. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde das noch anstoßen hier. Obwohl, nee. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.